Jo, willkommen zurück. So, heute könnt ihr wieder meine Welt downloaden, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann halt nicht. So, und jetzt geht's erstmal weiter. Ich habe kein TNT mehr, glaube ich. Aber ich habe hier jede Menge. Hä? Achso. Das war der Soundmod. Wenn ich hau. Ja, der Soundmod. Okay, dann gucken wir mal, was brauche ich denn? Schwarzpulver. Wie gesagt, das Textup-Package wird wieder geändert, sobald ich die dementsprechenden Genehmigungen habe dafür. Deswegen schön die Füße stillhalten und abwarten. Jetzt weiß ich nur noch nicht mehr genau, wie man TNT macht. Was ist denn jetzt los? War das mit Sand? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Mit Sand oder was mit Gravel? Ah ja, ich versuche mal eben. Wenn nicht, schaue ich nochmal nach, weil TNT mache ich ja so oft jetzt auch nicht. Deswegen kann das ruhig mal vorkommen. So schon mal nicht. Andersrum? Nee, auch nicht. Was doch mit Gravel? Vielleicht. Ha, so rum. Doch mit Sand. Wusste ich's doch. Genau. Ich glaube, da hat oben gerade ein Schaf weggemampft. Schon mal 24. Damit komme ich ja schon mal ein bisschen weiter. Zwei mehr. Sechs mehr. Das ist alles aus meiner Mobfalle da oben. So ziemlich. Okay, aus dem kann ich nichts mehr machen. Aber 38 von dem Zeug, damit komme ich doch ordentlich weit. Oh, jetzt habe ich nur noch 3 Stacks. Verdammt. Was brauche ich denn noch? Ich habe alles weggebammt. Fackeln brauche ich noch. Fackeln. Habe ich noch Fackeln? Boah, geil, ich habe sogar einen Grasblock. Ich habe keine Fackeln mehr. Bestimmt bei Holz. Ja, auch nicht. Aber ich nehme jetzt einfach die Kohle hier raus und mache mir ein paar Fackeln. Ich habe noch 5 Diamanten. Cool. So, Holz wieder rein. Nein, so. Und den Cobblestone, den kann ich doch erstmal wieder hier reinstopfen. Okay, Eisenerz auch. Obwohl, hier die Kohle, die benutze ich, da gehe ich mal mit einer Fortune-Pickaxe dran. Bei Eisen geht es ja nicht, so wie ich gehört habe. Geht halt nur bei Sachen, die auch Sachen droppen. Aber so ein Eisenblock, den baut man ja generell immer ab. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich einen Let's Show machen soll zu Folge 280. Bei 180 habe ich auch schon eins gemacht. So, da quatschen wir bei dem Hund fusselig, wenn ich einmal durch die Villa laufe. Yeah! Da hinten ist der Turm. Boah, sind hier viele Fackeln drin, ey. Da muss auf jeden Fall dann auch nochmal ein Abzweig hin. Vielleicht hier so einen kleinen Bahnhof. Mit einer Xor-Schaltung noch. Aber jetzt geht erstmal hier weiter. Weil das geht ja relativ fix. Oh mein Gott. Aber die Fackeln sind schon mal sehr gut. Volle Konzentration, zu weit. Und wie hell das hier ist. So, oben auf der Map sieht man, dass ich mich meinem Haus nähern muss. Oder, genau. Nähere. Ah, man sieht das sogar schon auf der Map. Und ich habe jetzt endlich herausgefunden. Ich habe gerade nochmal kurz M gedrückt. Und ich habe ja letztes Mal den Knopf gesucht, wo ich das umstellen kann. Und was steht hier unten? Key-Config, aber kennt man ja von mir, dass ich manchmal so ein bisschen was verballer. Weil dieses Set-Waypoint. Ja, wo mache ich das denn drauf? Ich einfach mal sagen N. Okay. Weil wenn man den Timber-Mod drauf hat und dann was abbauen möchte, ohne dass der ganze Baum zerstört wird, muss man C gedrückt halten. Und dann wird immer diese Waypoint-Menü aufgehen. Und das wäre doof. So, jetzt mache ich auch mal Folgendes. TNT, Feuerzeug daneben. Und daneben die Fackeln, damit ich nicht immer dauerhaft so krass wechseln muss. Und in der Zeit, wo das hier zündet, kann ich ja mal hier ein paar Fackeln dran machen. Soweit die Theorie. Nein. Und Abstand nehmen. Oh, ob die Fackel überlebt? Ja, sie tut es. 2, 3, ne, noch nicht.
Mann, die Druckwelle ist doch schon länger. Ma, schon wieder. Brennt zwar auch, aber bringt nichts. Und. Bäm. Wenn ich mal mehr TNT brauche, dann bleibe ich einfach eine 3 Stunden in meiner Monsterfalle sitzen. Und warte, dass da ganz viele Creeper droppen. Jetzt muss ich nur mal überlegen, wann ich nach oben gehe. Und ich hoffe, dass das genau die Mitte ist. Das sieht doch schon ein bisschen mittig aus, aber irgendwie auch nicht. So. Vielleicht soll ich den Rest von oben graben. Ich würde sagen, da wo das Sand ist, da gehe ich mal da wo der Sand ist, gehe ich mal nach oben. Oh, ich habe Zombies. Andersrum gehe ich gleich nochmal nach oben. Um dann von Haus auf, vom Haus aus hier runter zu graben. Komm! Oh, Eisen! Da ist noch mehr Eisen. Oh, jetzt wird das Loch wieder ziemlich groß, weil hier auch Gravel und Erde ist. Das bämmt ja nicht so gleichmäßig weg, wie als wenn man nur Stein damit bearbeitet. Komm! Ach du Scheiße! Ah, ich bin in meiner Spalte gelandet. Sehr geil. Aber da ist der Aufgang zum Haus. Könnte man ja so ein bisschen aus Glas machen und dann hier so runtergehen lassen. Führen. Aber würde ich fast schon sagen, dass ich jetzt von oben mal hier dran gehe. Lauf! Ich hätte ja auch Maschinen mitbringen können. Jetzt ist das Haus unnütz. Jetzt hätte ich mir hier unten auch eine Station bauen können. Haus ist eh blöd da oben. Also, ne Quatsch. Aber ich könnte ja mal die... Nein. Ah ne, hier war der Knopf. Ich könnte ja mal die oberste Etage wegmachen, die gefällt mir eh nicht so. Aber ich lasse sie jetzt erstmal da drin. Oh, ich habe Frösche gehört. Der Mod, Matmos Soundmod macht gute Arbeit. Cha-ching. Anderes Schwert habe ich auch mit, ja. Falls das Schwert ganz so neige geht, kombiniere ich das einfach mit meinem anderen Diamantenschwert. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr, allerdings unverzaubert. Komm, gib mir das Fleisch. Lecker Steak für unterwegs. Ja, theoretisch könnte ich ja schlafen gehen, aber ich renne einfach durch. Bogen habe ich mit, sogar mit Pfeile. Aua! Halt, stopp! Der begleitet mich schon eine halbe LP lang, der Halt, stopp. Ey, komm, bleib mal ruhig. Ganz ruhig. Oh, da war wieder Schwarzpulver. Geil. Okay, da hinten ist das Haus. Es soll zuwuchern. Sauber. Ach Mist. Eine schöne Neuerung wäre bei Minecraft, wenn die da die EP droppen, wo die auch sterben. Also da, wo die ihren Loot auch droppen. Und nicht einen Kilometer weiter. Und für den, der sich gerade wundert, warum meine Nahrung so lange hält, habe ich gerade auch selber gemacht. Ich habe mich gewundert. Oh. Ich habe, glaube ich, ein Stück Steak gegessen, als ich nur noch ein... Oder als ich fast voll war. Weil das Steak macht dann über die Gesundheitsanzeige hinaus. Also über die Hungeranzeige hinaus. Die Brote voll. Oh, guck mal, jetzt wächst so. Geil. Zeig natürlich... Doch, habe ich wohl. Genau, ich bin total voll. Aber ist natürlich kein Problem. Ich lasse da kurz die Steine hier. Dafür habe ich ja die Kisten hier. Okay, ich würde sagen, dass ich jetzt hier so schräg mich rein bam. Dazu aber mal ein bisschen nochmal den Cobblestone aus der Kiste hole und dann verarbeite. Verdammt.
Aber erstmal muss ich das hier ein bisschen clean kriegen. Eine Albino-Spinne. Und der Zombie noch. Bäm. Ach guck mal, der Harry Potter-Verschnitt. Obwohl, eigentlich auch nicht. Er hat nur eine Brille auf. Für die Fragen, ich habe keine Brille auf. Ich habe noch volle Sehstärke plus 1. Jetzt aber 1, 2. Wie viel ist denn da Luft? 1, 2, 3, 4. 1, ne, nochmal. 1, 2, 3, 4. Und hier geht's nach unten. Nach unten geht's hier. Ja, so. Ich glaube, das kriege ich vor dem Download nicht mehr hin. Ne, warte. Sollte doch jetzt schräg runtergehen. Zwar genau. Hier. Aber dann kann ich das auch massiv bauen. Weil ich da eh einen mehr hätte machen müssen, sonst sieht's blöd aus. So, und da geht's jetzt nach unten. Ich wollte schon sagen, der sieht mich doch nicht. Der kann mich doch nicht sehen. Kurz überlegen, wo ich das jetzt mal kurz hier abkapsel. Ho! Das Wasser ist weg. Das ging bei Terraria auch mal. Jetzt nicht mehr. So. Zumindest schon mal gucken, wo das hinführt. Anscheinend nach unten. Okay, Pickaxe. Ach Mann, oh, okay. Ich würde jetzt hergehen, TNT da reinstopfen, aber das wird sowas von hier alles weghauen. Weil halt auch eine jede Menge Sand dabei ist. Oh, guck mal. Okay, die Spalte kann man schon hören, da ist sie. Guck mal, da komme ich genau aus. Aber, ist zwar jetzt einiges, was hier wahrscheinlich runterfällt, aber ich könnte hier mal TNT hinmachen. Einfach nur mal so, weil ich da Bock drauf habe. Um zu gucken, wie groß dann das Loch hier wird. Jetzt aber schnell hier hoch. Und? Jetzt pass auf! Sehr nice. Ja. Da muss ich ja hoch. Da komme ich her. Und da falle ich gleich runter. Nur mal so vorgewarnt. Aber ich könnte jetzt genau hier das schön sauber abschließen lassen. Vielleicht ein bisschen näher noch. Ne, warte, da mache ich das noch zu oder auch. So. Und das kann natürlich auch zugemacht werden. Aber allerdings nehme ich da diese Cobblestones, Pflastersteine auch genannt, seit dem Deutsch-Patch. Oder seit 1.1. Okay, jetzt muss ich da nur noch hochkommen. Ohne da runter zu gehen. Ja, sieht schon mal sehr gut aus. Hier geht dann die Treppe so hoch. Oh! Genau! Okay, hat mir jetzt auch ein bisschen Arbeit erspart. Oder vielleicht auch Arbeit beschafft. Kann ich jetzt schlecht sagen bis jetzt. Oh, es läuft! Wie das aussieht, aber gut, ich muss glaube ich einer hinten gehen, damit das mit oben hinhaut. Ein nach hinten mit der Auffahrt. Und zwar so. Jetzt nehme ich nur noch mal eben die Kohle daraus. Und aufpassen, dass ich jetzt nicht zu weit nach unten baue, sonst plumpse ich nach unten in die Spalte. Und da komme ich bestimmt so schnell nicht mehr raus. Hallo? Okay.
Eins, zwei, hier hoch, da hoch, da hoch. Hä? 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 Okay. Genau. Ja, das ist schon mal gut. Oh. Komm mir nicht zu nah. Das haut ja auch noch ab. Das hasse ich, ne? Dann hältst du vor, dann bewegt er sich nicht mehr. Gib mir deine EP-Pfeile, EPs. Und BÄM! Ach komm, bevor du anfängst zu brennen, erlöse ich dich. Schaffe ich das auch noch? Ja, wie oft denn noch? Sauber, jetzt gehe ich da mal rüber. Ich muss das eh zurück. Ich werde mir noch ein paar Clean Stones holen, weil das reicht auf keinen Fall in der Zeit. Obwohl, ich habe hier, glaube ich, auch noch Steine drin. Mal sehen. Ja, allerdings nicht viele. Dann lasse ich den Clean Stone mal hier drin. Und nimm dann mal den Rest mit. Erde, Kies, Sand. Genau, jetzt muss ich 11 Steine hier lassen. Nee, muss ich nicht. Ha! Hey! Und Sheen kann ich eigentlich auch direkt holen. Schöne Sheen und das Haus wächst weiter zu. Und ja, das war kein Ender mehr mit dem Block hier. Den habe ich da hingestellt, weil da drunter eine Höhle ist. Vielleicht hätte ich das auf den Block draufschreiben sollen. Höhle. Ach, guck mal. Vielleicht sollte ich hier alles Obsidian machen. Die ganze Schicht unter dem Sand, da passiert sowas gar nicht mehr. Wäre natürlich ein bisschen Arbeit, wenn man die ganze Fläche hier abgrast, Obsidian reinmacht und dann natürlich ein bisschen Sand wieder drauf schüttet. Wer könnte das mal für mich machen? Schön. Gut, die Kakteen auch noch weg. Die Kaktusse. Was habe ich denn noch? Wie viel Gravel? 5. Okay, da kann ich schon mal... 1, 2 und... Ja, es nimmt langsam Form an, mein Weg zum Dorf. Und ich habe sau viel Hunger, merke ich gerade. Na gut, dann sage ich einfach mal, bis im nächsten Part. Tschö. Und nicht vergessen, ihr könnt die Welt jetzt downloaden.